Und damit hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge The Swapper. Ja, diese Folge, ihr seht gerade, läuft vielleicht ein bisschen asynchron zu meiner Stimme ab. Ich schaue hier gerade nach, danach, wo ich hin muss, weil ich habe nämlich das Problem, ich habe aufgenommen und die Audiospur ist verloren gegangen. Allerdings habe ich mir gedacht, das kommentiere ich jetzt einfach nach und weil sonst fehlt euch einfach so viel, was ich jetzt in der Folge entdeckt habe. Natürlich fehlt jetzt hier so ein bisschen der Wow-Effekt, weil ich halt, ja, aber das merkt ihr dann gleich noch. Was wichtig ist, das ist ja schon die zweite Folge The Swapper und The Swapper wird so ungefähr jeden zweiten Tag erscheinen. Und was noch wichtig ist, das ist die erste Folge, die ihr in 1080p anschauen könnt. Und zwar mit 60 FPS. Das ist eine wahnsinnig tolle Qualität, finde ich. Ich habe es halt mal ausprobiert und generell finde ich, sieht ziemlich cool aus, vor allem mit der Grafik des Spiels. Part sieht es relativ gut. Ja, jetzt hier gehe ich gerade ja, zu dem neuen Raum, den ich hier, ja, da hinten bei dem grünen Tor, Quatschstein. Ihr seht ja hier das gestrichelte, oder habt ihr gerade gesehen, das ist eine, was, wo ich nicht durchkomme, das ist hier. Ich brauche nämlich da solche Orbs, die ich ja in der letzten Folge auch schon gefunden habe. Da hatte ich schon 4 Stück und deswegen klappe ich jetzt oder versuche alles abzuklappern mit. Ja, wo es noch grüne Türen gibt, also Türen, wo ich noch nicht durchgegangen bin, Sachen, die ich noch nicht erkundet habe, weil da wird es höchstwahrscheinlich ja die grünen Orbs geben, habe ich mir gedacht. Ja, ihr seht ja jetzt hier den Raum. Übrigens, was noch wichtig ist, ich habe jetzt hier unten drunter mal Swapper OSTs gelegt, also die Swapper Musik, die ich mir einfach mit dem Humble Bundle gab es wieder gratis mit dabei, mit dazu und deswegen habe ich mir die jetzt halt einfach noch unten drunter gelegt. Ja, jetzt hier oben, da gibt es 2 neue grüne Räume und ja, da sehe ich jetzt hier, komme ich natürlich jetzt erstmal überhaupt nicht mehr weiter, weil ich muss offen gestehen, ich habe zwischen Folge 1 und 2 ist jede Menge Zeit vergangen, wo ich einfach nicht dazugekommen bin aufzunehmen und hier peile ich jetzt erstmal gar nicht, wie ich die Platten aktivieren soll, bis mir das mit der Kiste auffällt. In dem roten Licht kann ich ja keine Klone erstellen. Und versuche jetzt deswegen erstmal, ich weiß auch gar nicht mehr, wie ich das gelöst habe. Ich muss das jetzt gerade selber wieder anschauen. Ja, hier, ihr seht, jetzt ist das eine Tor offen, aber das andere nicht. Und ja, deswegen rätsel ich jetzt gerade auch hier wieder, wo ich mir das zweite Mal im Prinzip anschaue, weiß ich selbst nicht mehr, wie ich das aktiviert habe. Bin ich jetzt selbst irgendwie ein bisschen gespannt drauf. Nein, nee, warte, das rote Licht blockt ja nur die Tauschstrahlen, genau so war das. Und jetzt laufe ich hier hin und dann merke ich, dass ich den Klon ganz oder ganz rechts stehen erstellen muss, dass ich dann die Kiste auch ziehen kann, ohne dass der Klon darunter fällt. Genau so. Das war der dritte Versuch, kommt jetzt, da muss es funktionieren normalerweise. Ah, ganz knapp. Funktioniert's. Genau. Und jetzt kann ich darüber und kann mir den Orb holen. So, das ist jetzt mein 5. Orb. Ich habe zum oder brauche zum Betreten von dem neuen Areal, glaube ich, 7 Orbs. Lasst euch überraschen, ob ich das in der Folge hinbekomme. Das will ich natürlich jetzt nicht vorwegnehmen. Das ist übrigens das erste Mal, dass ich was nachkommentiere. Also bitte seht mir das nach. Ich habe sowas noch nie gemacht. Das ist für mich ein bisschen komisch, einfach weil dieser Entdeckungseffekt fehlt. Ja, hier seht ihr wieder einen Teil der Geschichte, den ich jetzt hier wieder schließen kann mit diesen mysteriösen Meteoriten. Ich habe mir übrigens jetzt, habe jetzt aufgehört, diese Tagebucheinträge jetzt zu übersetzen und so, weil das einfach relativ viel ist und relativ viel Zeit in Anspruch nimmt und auf die Geschichte gar nicht so viele Rückschlüsse zulässt. Ich habe auch Untertitel jetzt aktiviert, das seht ihr dann später. Hier in dem Raum, da ist einfach nur, sind einfach nur diese Meteoriten versteckt. Also bleibt mir eigentlich nichts übrig, als wieder zurückzugehen und nach einem anderen Orb zu suchen. Und ja, genau, da geht es jetzt dann, ich versuche jetzt mal da hochzukommen. Und ich weiß gar nicht, ob ich das jetzt auch wirklich tue oder nicht. Eigentlich ist es gar nicht lange her, wo ich diese Folge aufgenommen habe. Genau, nein, ich tue es nicht, weil hier eben diese Blockade ist und ich komme einfach nicht mehr durch. Und frage mich eigentlich dann auch, wie ich da zurückkomme zu den grünen Toren oder ob da wahrscheinlich dann irgendwann mal so eine Art Rundweg entsteht. Auf alle Fälle komme ich da überhaupt nicht mehr durch. Da muss ich wohl irgendwas hinten dann komplett aktiviert haben, dass ich dann wieder zurück kann. Genau.
Genau, was auch immer ein Problem ist, ihr dürft ja nicht zu weit fallen und irgendwie, ja, dann müsst ihr euch immer so runtertauern mit euren Klonen und dann fallen die euch nach unten, also nachdem ihr unten angekommen seid, fallen sie einfach runter und sterben. Ja, jetzt der einzige Weg, der noch offen bleibt, ist jetzt der hier nach oben, also vorbei an dem Tor, an dem eigentlichen. Da muss ich mich dann wieder so umständlich nach oben bewegen. Mir gehen dann fast die Klone aus und ich schaff's nur noch gerade so. Genau, und was mich dann jetzt hier wieder umhaut, ist einfach diese Grafik. Also ihr seht jetzt das Grüne, das ist einfach super gemacht, finde ich. Einfach für eine 2D-Grafik, für ein Indie-Spiel ist es einfach sehr genial. Also ich gehe jetzt erstmal nach oben. Da ist halt auch wieder ein Terminal, aber ja, genau, das ist halt einfach nur Geschichte, die überspringe ich jetzt einfach, weil, genau, es ist einfach zu viel, um das in der Folge bewältigen zu können. Da würde ich einfach nur eine Viertelstunde mit Lesen verbringen und 5 Minuten mit Spielen. So, hier habe ich dann erstmal überhaupt gar nicht mehr gepeilt, was ich machen muss. Das hat, glaube ich, eine ganz schöne Weile gedauert, bis ich dann mal drauf gekommen bin, dass ich den Klon da oben stellen muss und dann vorwärts laufen muss, um das da zu aktivieren. Das lag halt einfach an der Zeit, die ich da mit Spielen verbraucht habe. Genau, und da stelle ich da aus irgendeinem Grund nochmal einen Klon, weil ich denke, dann funktioniert das, aber tut's halt nicht natürlich. Ich muss einfach da oben einen Klon stellen, mit dem ich dann swappen kann. Also das rote Licht muss ich vorher natürlich deaktivieren. Und deswegen tue ich jetzt erstmal alle meine Klone ineinander laufen lassen und gehe wahrscheinlich auch noch in das weiße Licht hinten, um die Klone wieder einzustampfen. Aber auf jetzt bin ich schon auf dem richtigen Weg. Ich weiß gar nicht, ob ich das jetzt auf Anhieb hinbekomme oder ob ich jetzt gleich wieder fail. Ich glaube, ich fail schon wieder. Ja, genau. So, aber ich glaube, jetzt schaffe ich es. Auf alle Fälle, was mich bei The Swapper, was ich da so toll finde auch noch, die Schwierigkeitssteigerung ist genau richtig. Also, ihr kommt immer weiter, also, und es ist nicht so, ja, das erste Rätsel ist total einfach und ihr kriegt sofort hin und das nächste ist dann abartig schwer, sondern es ist halt genau in dem richtigen Winkel sozusagen die Wahrscheinlichkeit. So, und jetzt sammle ich hier gerade den 6. Orb. Ich glaube, ich brauche nur 6 Orbs, auch nur insgesamt. Aber ich erkunde das dann noch und vielleicht finde ich dann nochmal einen Orb. Auf alle Fälle, ja, gehe jetzt erstmal da runter und sterbe natürlich, weil ich denke, ich kann da runterspringen. Manchmal finde ich die Fallhöhe ein bisschen zu niedrig. Da muss ich immer so umständlich dann irgendwie durch die Sachen durchgehen. Genau, das ist jetzt neu, das ist lilanes Licht, da kann ich weder Klone rein erstellen noch swappen, also da geht beides nicht. Es ist ein bisschen bescheuert. Auf alle Fälle, ich weiß gar nicht, ich raff's jetzt glaube ich nicht auf Anhieb, weil ich kann ja nicht swappen, weil das lila Licht ist ja blockt. Und ich weiß ehrlich gesagt auch schon wieder nicht, wie ich das dann gemacht habe. Genau, ich bin jetzt gelaufen, aber der Weg war einfach zu kurz. Und muss dann wieder meine Klone einstampfen. Wie habe ich jetzt das gemacht? Achso, ja genau. Ich habe da noch einen dritten Klon erstellt. Und dann ging das mit dem Laufen einwandfrei. Hochgeswappt, nochmal einen Klon erstellt und dann hatte ich den Orb. Jetzt habe ich einen Orb zu viel sozusagen. Also ich habe sozusagen ja mir auch als Ziel gesetzt, alles zu erkunden, bevor ich dann hier was Neues in Angriff nehme. Ich habe ja auch, wenn ihr unsere Projektliste schaut, da steht ja auch dann Swapper Blind 100%, also dass ich das versuche zu 100% mit allen Achievements durchzuspielen. Das heißt, ich muss auch alles aufsammeln natürlich. Jetzt schaue ich mir hier nochmal die Karte an, weil ich einfach nicht weiß, ob ich da überhaupt jemals wieder zurück kann, was ich halt vorher schon angesprochen habe. Aber diese gestreiften Barrieren sind undurchdringlich, also da muss man immer gucken, da kommt man später vielleicht irgendwann mal wieder hin. Und genau, jetzt kann ich hier meine Orbs abgeben und jetzt entsteht hier sowas, irgendwie so Laufbahnen oder sowas. Also ich weiß nicht genau, was es genau ist, ich habe das halt irgendwie Laufband dann genannt, mir nichts Besseres eingefallen ist. Ihr seht gleich warum, man muss halt in das in dieses Molekular-Sternenzeug rein und kann dann wird dann weiter transportiert. So viel dazu. So.
Genau, jetzt werde ich da einfach weiter transportiert und ja, wenn ich hochhüpfe, wieder zurück. Also swap ich mich jetzt in das da hinten rein. Genau. Und das geht dann wahnsinnig schnell. Ich gucke immer zwischendurch mal beim Swappen, ob ich in Zeitlupe, wie das halt aussieht, weil das halt ziemlich cool ist. Und fliegt dann im Prinzip direkt in der Türe rein. Genau. Und muss halt erstmal gucken. Da oben, da ist jetzt eine Frau, die, also das erste Lebewesen sozusagen, und ich sehe die Untertitel. Warum folgst du mir? Wieso bist du wieder zurück? Jetzt ist es zu spät, um dich zu entschuldigen. Lass mich einfach gehen. Und dann verschwindet die in dem Portal. Da oben komme ich übrigens nicht hin. Also das ist absolut abgeriegelt. Ihr seht ja auch hier nochmal auf der Karte dort dieses Gestrichelte. Und ja, ich versuche jetzt dann einfach weiterzugehen und sehe halt dann hier überall auch wieder diese Transportbänder, weil meistens, also ja, dann ist hier das erste Rätsel mit dem Transportband. Ich muss einfach bloß den Klon nach oben stellen, das ist jetzt nicht weiter wild, weil ich kann ja einfach mit dem Klon laufen, weil ich ja auf dem Transportband nicht laufen kann. Und dann geht es auch auf. Genau. Warum schreit das andere Bewusstsein innen? Also manchmal ist es ein bisschen komisch. Ja, hier gehe ich jetzt auf das Band einfach Interesse halber und merke dann auch, dass die Türen mit den Bändern nicht eingezeichnet sind und ich dann einfach irgendwo land, also hinteleportiert werde, mehr oder weniger. Und dann geht es auch steil abwärts. Und ich komme da auch links und rechts nicht raus. Und dann, ja, reg ich mich ein bisschen auf, weil ich werde da jetzt überall hintransportiert. Gehe aber jetzt natürlich nicht nach oben, sondern ich gehe jetzt, glaube ich, nach unten und deswegen, ja, werde ich jetzt irgendwie, ich komme jetzt relativ weit vorne wieder raus und muss dann den ganzen Weg wieder zurücklaufen. Das ist nicht so cool. Ja, da seht ihr es. Wie weit ich jetzt zurückgefallen bin. Einfach dadurch. Aber ich glaube, ich gehe jetzt da rein und hoffe einfach mal, dass ich nicht den ganzen Weg zurücklaufen muss und werde dann irgendwo hin. Also diese Bänder sind jetzt hier auch neu erschienen. Das heißt, dass sich auch alte Sachen verändern einfach und man vielleicht dann auch mal wieder zurückgehen muss, um zu schauen, ob man jetzt da irgendwo weiterkommt. Aber ihr seht ja, da sind alle Türen schon offen. Genau. Ja, ihr müsst mir auch ein bisschen nachsehen, wenn ich jetzt hier mit diesem Nachkommentieren nicht so ganz zurechtkomme und einfach zwischendurch mal nichts sage, um einfach mal das Spiel ein bisschen wirken zu lassen. Weil, ja, genau, ich bin auch nicht so erfahren, wie gesagt. Hab sowas noch nie gemacht. So, und jetzt muss ich wieder im Prinzip zurück. Gehe wieder durch diese Transporter, wie auch immer. Und lass mich da wieder weitertragen. Und zählt mal auf der Karte, wie schnell das vonstatten geht. Fliegt dann so richtig in die Türe rein. Und ja, jetzt gehe ich natürlich nicht auf das Band, sondern gehe jetzt erstmal durch die grünen Türen hier und versuche mal alles zu erkunden. Genau, dann hier wieder das Rätsel. Übrigens noch zum Spiel. Oh ne, jetzt nicht. Jetzt kommt gerade was, passiert gerade was Krasses. Ihr seht hier irgendwie, werden so Steine einfach in so ein Portal reingeschleppt mit diesen Transportbändern. Ich komme hier nicht weiter, also fahre ich einfach, glaube ich, mit dem Aufzug jetzt mal nach unten. Bevor ich jetzt hier nach rechts weitergehe, einfach nur zum Erkunden. Da ist auch ein Schild nach unten, das Recreation, also Wiedererstellung, Wiedergeburt zeigt. Und versuche jetzt halt hier irgendwie noch Orbs zu finden, weil ich brauche nämlich, glaube ich, 9 Orbs, um zum nächsten weiterzukommen. Ja, genau. Und übrigens, wenn ihr die Spieleentwickler unterstützen wollt, in der Beschreibung ist natürlich der Download-Link zum Spiel. Und ich würde mich wie immer auch über eine Bewertung oder einen Kommentar freuen. Was noch dazu kommt, ihr könnt euch das Spiel auch via Humble Bundle kaufen. Da kriegt ihr dann zum Beispiel auch noch die OSTs dazu, die ihr jetzt gerade hört. Und ja, die ich jetzt hier drunter gelegt habe. Das war jetzt ein bisschen schwierig, weil da sind mir irgendwann die Klone ausgegangen bei dem Rätsel hier. Ihr seht, da oben ist der Orb und jede Platte muss deaktiviert sein, damit ich da oben kein rotes Licht mehr habe. Und jetzt ist mir der Klon da oben runtergefallen. Jetzt kann ich im Prinzip wieder damit anfangen, weil das ja die Swap Race blockiert. Und ja, da versuche ich es halt trotzdem, weil ich nicht dran denke oder ich weiß auch nicht. Also lasse ich alle Klone wieder zurückkehren.
und versuch's nochmal von vorne. So, und jetzt merke ich, dass ich wieder einen Fehler gemacht habe und ich wieder von vorne anfangen kann im Prinzip. Ich versuche es halt trotzdem. Jetzt komme ich schon ein Stück weiter, weil ich komme jetzt halt da hoch, aber das bringt mir halt nichts, weil ich kann halt immer noch nicht da hoch swappen. Bis ich dann halt mal drauf komme, dass halt die richtigen, nur noch die richtigen Schaltkreise dann deaktiviert sein müssen, also zwei. Und dann kann ich da hoch auch swappen, wenn da oben eine Figur steht. Und dass ich den Anfangsklon, mit dem ich jetzt hier gerade stehe und die anderen Klone platziere, im Prinzip einstampfen muss, weil sonst funktioniert das nicht. So, jetzt kann ich schon vorne anfangen. Fall nach unten, jetzt hatte ich keine Motivation mehr. Jetzt überlege ich und laufe nochmal zurück, einfach um die Klone zu zerstören. Zerstört jetzt den Klon da hinten. Damit ich wieder einen Klon übrig habe. Da bin ich jetzt mal drauf gekommen immerhin. Und erstelle jetzt hier die beiden Klone halt, um die Platten zu deaktivieren. Und habe jetzt noch einen Klon übrig. Das ist jetzt wichtig. Swap zu dem hoch. Und mag jetzt, dass ich halt immer noch das Problem habe hier. Wenn ich jetzt von irgendeiner Platte runtergehe, dass dann was deaktiviert wird. Aber ich komme jetzt, glaube ich, drauf, dass genau nur die beiden da unten stehen, links unten links stehen müssen. Dann kriege ich nämlich, da komme ich an den Orb. Und jetzt habe ich 8 Orbs schon. Jetzt fehlt mir nur noch einer, um durch dieses Tor zu kommen. Jetzt die andere Person sagt, bist du immer noch hier? Ich glaube, du willst antworten. Jeder will antworten, aber ich habe keine. Sie haben die Antworten. Wer mit sie gemeint ist, weiß man natürlich wieder nicht. Also wahrscheinlich auch diejenigen, die hinter dieser Vereinsamung dieser Raumstation oder was auch immer das darstellen soll, da bin ich auch noch nicht ganz dahinter gestiegen, die da dafür verantwortlich sind. Genau, und jetzt hier, das war jetzt dann, glaube ich, der 9. Orb, ja, und da war es dann, da habe ich gar nicht so lange gebraucht, bis ich da drauf gekommen bin, was ich machen muss. Ich habe jetzt halt einfach geschaut, ja, welche Schallplatte, wie sage ich eigentlich da eine Schallplatte, welche Platte deaktiviert was, ja. Und die drei da unten deaktivieren halt eben dieses Licht, aber ich brauche halt immer noch irgendwas, was dieses violette Licht deaktiviert, weil das blockt ja, wie gesagt, alles. Und dann bin ich darauf gekommen, dass ich da wahrscheinlich gar nicht hochswappen muss, um das violette Licht zu deaktivieren. Sondern einfach bloß einen Klon da hinten erstellen muss. Was ich jetzt, glaube ich, auch mache dann. Weil der muss ja bloß auf der Platte stehen, der Klon. Genau. Jetzt ist das blaue Licht da oben aus, aber jetzt sind mir wieder die Klone ausgegangen. Aber die sind ja nur fürs Öffnen der Tore unten zuständig, diese drei. Das heißt, ich muss jetzt irgendwie einen Weg finden, wie ich einen von den Klonen einstampfen kann. Und da hüpfe ich jetzt, glaube ich. Ich weiß gar nicht. Ja, das war jetzt nicht so intelligent. Jetzt swap ich zu dem und stelle, glaube ich, da oben ein. Aber das wäre auch einfacher gegangen. Also da habe ich mir einen ziemlichen Umstand gemacht. Jetzt habe ich auf alle Fälle 9 Orbs. Und jetzt ist, glaube ich, hier nur noch eine grüne Türe offen, um mir den vielleicht um den noch dahinter steckenden Orb zu holen. Ich hätte jetzt da schon genug, um das Tor aufzumachen, aber wie gesagt, ich versuche möglichst alles abzuklappern, weil ich sonst halt immer das Problem habe, dass ich das Spiel nicht so 100% durchgespielt habe und das will ich halt möglichst schaffen. Also mal schauen, ob ich es schaffen werde, das ist die andere Sache, aber ich versuche es zumindest. Und genau das war jetzt ein Rätsel, das fand ich ziemlich komisch, weil da war oben die Platte einfach, also die war an der Decke und ich habe keine Ahnung, wie ich diese Platte aktivieren soll. Da war jetzt halt eine Kiste gestanden, das habe ich erst nach einer Weile gemerkt, neben dem Orb. Und dann versuche ich einfach einen Klon an der Decke zu erstellen, aber das bringt halt nichts. Und ja, habe mir gedacht, vielleicht kann man irgendwie die Schwerkraft umkehren, aber
Ja, hier kann ich keine Klone erstellen da drin. Also habe ich jetzt mal hier erstmal einen erstellt, weil das das einzig Mögliche ist, um die Kiste da rauszuholen. Und habe dabei auch festgestellt, dass alle Klone greifen. Und jetzt habe ich mir gedacht, vielleicht kann ich die Kiste irgendwie nach oben schmeißen oder nach oben schleudern. Aber ich bin dann da nicht mehr weitergekommen. Auf alle Fälle, das war's mit der Folge. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Und ja, vergesst nicht, mir vielleicht, wenn es euch gefallen hat, eine Bewertung oder einen Kommentar dazu lassen. Und dann sage ich einfach Tschüss und bis zum nächsten Mal.